In dem deutschen Drama Schwesterlein ist Sven, gespielt durch Lars Eidinger, schwer an Leukämie erkrankt. Seine Zwillingsschwester Lisa, gespielt durch Nina Hoss, kümmert sich aufopferungsvoll um ihn. Aber es sieht nicht gut aus. Und der Zustand ihres Bruders verschlimmert sich immer mehr. Früher wurde Sven als Theaterschauspieler auf der Bühne gefeiert. Doch auch davor hat die Krankheit einen Riegel geschoben. Jetzt möchte Sven noch einmal auf der Bühne stehen und bringt damit das schon sensible Konstrukt seines Umfeldes ins Wanken. Aber wenn du ihm dieses Begehren nicht schenkst, wenn du ihm das nimmst, dann tötest du ihn schneller, als jede Krankheit es könnte. Und sag nicht, dass es dir leid tut. Ihr sagt alle, dass es euch leid tut. Ihr habt keine Ahnung. Sehr schnell bekommt man hier den Eindruck, obwohl er in seiner Rolle vollends aufgeht, Lars Eidinger würde hier einfach sich selbst spielen. Seine Figur Sven hat, auch wie er, unzählige Male den Hamlet auf der Bühne verkörpert. Nicht unbedingt die schlechtesten Voraussetzungen. Zwar brauchen die Geschichte und die Figuren eine Weile, ihr volles Potenzial zu entfalten, doch zum Ende schafft es der Film, die konstruierte Fassade aufzubrechen. Lars Eidinger und Nina Hoss geben ein sympathisches Zwillingspaar ab und tragen so problemlos den ganzen Film.